Seid ihr bereit für eine neue Folge Mario Maker 2? Und zwar nicht irgendeine Folge, heute wollen wir eine Impossible Jump Challenge machen, beziehungsweise mir wurde die Map geschickt, wir werden sie probieren und selber herausfinden, ob sie so impossible ist. Und danach wurde mir angeblich noch ein richtig krasses Troll-Level geschickt, was wohl alles Dagewesene an Troll-Leveln in den Schatten stellen soll. Abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen, wir beginnen und los geht's! Impossible Jump von Mika Yoshi. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie wirklich so impossible ist, weil sie wurde von 25% abgeschlossen. Und erstmal, okay, da ist das Ziel. Okay, da sind aber echt viele gestorben, um ehrlich zu sein. Aber das dürfte nicht so schwer sein. Wahrscheinlich sind die unsichtbare Blöcke hier an der Kante bestimmt. Oder hier. Ja, okay, ey. Ich bitte dich. Aber Leute, ihr könnt mir mal, ohne Scheiß jetzt, ich bin gerade dumm, aber ihr könnt mir wirklich mal eine Map bauen, wo es wirklich einen Sprung zu schaffen gilt, der richtig schwer ist. Das würde ich mal feiern. Und zwar hier, ja, da ist noch was. Okay, da ist eine Glocke und damit komme ich bestimmt ins Ziel. Oh Gott, Leute. Easy. So, Fishbone heißt das Gute von Potato Todd gebaut. Geile Map, 1% Abschlussrate. Und es haben auch sehr viele gespielt. Es ist ein gutes Level, so wie es aussieht. Ich bin gespannt. Whoopie. Mario 3 Stil, das finde ich auf jeden Fall ganz geil. So, da sind die Eiszapfen. Okay, die erwischen mich sofort, Leute. Sie erwischen mich sofort, keine Chance. Weiter geht's. Okay, hier muss ich anmachen. Ah, okay. Oh, wie viele da schon gestorben sind. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob ich es hinkriege. Aber ich will das einfach auf jeden Fall abschließen. Das ist mein Ziel. Zack, rüber. Okay, die Kommentare, kann man die ausstellen? Ja, die mache ich mal schnell aus, damit ich nicht gespoilert werde, weil ich habe das als Kritik natürlich wahrgenommen. We are the superstars. Steht zu weit an der Wand und wird erstmal erwischt hier. Ganz toll. Oh Mann. Oh Gott. Alter, wie pixelgenau ist denn diese Hitbox? Okay, nicht so dicht an der Wand. Die erwischt mich, diese scheiß Explosion. Zieht euch das mal rein. Unfassbar. So, was ist hier? Was ist hier? Digga, was? Ja, hier muss ich durch. Ich muss mich treffen lassen hier. Geht denn das? Wegen dem Weltall jetzt? Oder was ist die Gravitation so, dass das alles nach oben geht? Okay, jetzt muss ich schnell sein. Ja, Mann. Es ist so klar. Es ist so klar. Nee, ich komme nicht mehr durch. Das war's. Das war's, Leute. Alter, ich... Oh Gott. Man muss also da durchlaufen. Man muss diesen Hit in Kauf nehmen. Man darf also nicht die Piranha-Pflanze wegschlagen. Aber hier kriege ich langsam Routine rein. Das wird jetzt zackig, zackig alles, der Anfang immer. Zack, den nehme ich in Kauf. Oh, oh, okay, da muss ich mich durchdrücken lassen. Hä? Ich hab mir die ganze... Ich bin nicht aufgestanden oder so. Und ich brauche das jetzt hier. Ich bin nicht aufgestanden. Hello steht da oben. Ja, ganz toll. Das ist ein Troll-Level. Man muss immer genau anders denken. Das müsst ihr im Kopf haben. Immer anders denken. Also so wie ein normaler Mario-Spieler spielen würde, so genau nicht. Aber muss ich hier vielleicht am richtigen Moment aufstehen oder so? Das macht ja keinen Sinn. Hä? Warte mal, hier muss irgendwas sein. Ich werde ja getroffen. Irgendwas von unten, eine Shell oder irgendwas bounced hoch und schlägt mich da oben gegen. Und ich muss dem irgendwie entkommen. Aber wie? Ich verstehe die Mechanik dahinter nicht. Aufstehen, aufstehen. Man kann einfach... Ich verstehe gerade die Welt nicht mehr, Leute. Ihr müsst wissen, ich war gerade unter den Stacheln und ich habe wirklich den Duckknopf, den man ja drücken muss, habe ich einfach losgelassen. Also ganz normal, nichts gedrückt. Und er war trotzdem noch geduckt. Seit wann ist das so in der Mechanik von Mario 3? Ist das so? Bin ich oder bin ich nur zu... Boah, bin ich nur zu blöd und kenne diese Mechanik nicht? Das ist mir neu. Das ist ja ein kompletter Troll. Also sich nicht zu ducken bei so einer Passage, das ist ja einfach nur... Das macht... Das ist... Jetzt hier. Ich stehe auf. Ich mach nichts, guck, ich drück nichts. Hier. Okay, jetzt muss ich aber kurz nicht ducken. Geschafft. Wie kann das sein? Was ist das für eine Mechanik? Irgendwas leuchtet da auch. Seht ihr das bei dem zweiten Stachel von hier aus gesehen? An der linken Hälfte, da ist irgendwas Kleines. Das, ja, ich hab's geschafft, so. Hier komme ich nicht durch. Da brauche ich wahrscheinlich irgendwas. Jetzt komme ich nicht mehr runter. Okay. Okay. Ich komme nicht mehr zurück. Alter, das ist jetzt ein Zeichen, dass ich gefickt bin, glaube ich, Leute. Scheiße. Hier komme ich nicht mehr raus. Keine Chance. Ich komme nicht mehr raus. Ja, ganz toll. Ist hier wenigstens noch irgendwas versteckt? Nein. Immerhin kann man sich selber umbringen. Wir kommen aber weiter. Das ist das Wichtigste. Dass wir nicht auf der Stelle stehen bleiben. Da oben ist Sackgasse. Was ist hier? Den Hit in Kauf nehmen macht ja keinen Sinn. Digga, die verarschen einen hier, wo sie können. Ich nehme nicht mal Schaden hier. Sich an, Leute, das ist absolut geil. Oh, ich hätte jetzt gedacht, dass aus dem Block auch noch irgendwas rauskommt, was mir den Weg versperrt.
Ich brauch den Block ja, um da reinzukommen. Ey, jetzt hab ich mir wieder vergeigt. Ey, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich mach noch auf schlau. Oh Mann! Nein! Oh mein Gott! Hier rüber und hier nur eins zerstören. Okay, das ist immer wichtig. Wichtig. Okay, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Was ist hier? Was ist hier? Was ist hier? Was passiert denn hier? Hä? Was soll das denn da, diese Vorrichtung? Ich verstehe hier gar nichts. Okay. Was passiert hier? Okay. Was soll ich denn da machen? Den Hit in Ka... Jetzt einfach schnell durchrennen. Ich glaube, das ist der Trick. Checkpoint. Checkpoint. Nice. Checkpoint ist die halbe Miete. Okay, was ist hier? Okay. Diese... Auch nicht schlecht. Oh mein Gott. Oh. Oh. Okay, einfach rein. Ich scheiß drauf, was da jetzt kommt. Okay. Man muss sich im Kopf, Leute, man muss im Kopf sich komplett umorientieren. Diese Swamps bei Mario Maker können jetzt auch nach links und rechts. Also schnell weg hier! Oh nein! Okay, der löst den Schalter aus. Checkpoint immerhin. Okay, das ist gut. Rein da. Jetzt schnell. Zack, zack. Rüber da. Ist da im Loch irgendwas? Ich glaube, da unten muss irgendwas sein. Okay, erstmal den Schalter. Da unten war aber auch noch was gerade. Okay, es ist wieder... Ich glaube, es ist wieder... Es ist wieder der sichere Tod. Wieder ein Troll-Ausgang. Kompletter Troll-Ausgang. Rüber da. Okay, warte mal. Ich darf den nicht auslösen, aber was ist da unten? Was ist das für ein Level, Digga? No! Oh, ey, ich kann diesen Druck nicht ab, wenn ich verfolgt werde. Zeitdruck und Verfolgungsjagden und also, da dreh ich durch, Leute. Das ist zu viel für mich. Runter und jetzt bleibe ich hier. Wow! Oh mein Gott, der ist sofort nach unten geschossen. Digga. Was passiert hier? Wo ist hier der Troll, Leute? Irgendwo muss hier ein Troll sein. Kann ich sie noch kriegen? Oh. Das ist der Troll. Sie geht da in dieses Loch rein. So wird's gemacht. Nein, nein! Alter. Ja, nein! Nein! Oh Mann, hey, das ist eine eklige Stelle. Die ist so widerlich, die Stelle. Ja, geschafft. Zack, zack, zack. Oh, ich dachte gerade. Oh. Das war knapp, ey. Was ist hier? Was ist hier? Muss ich das auslösen oder wird es selber ausgelöst? Okay. Nein! Nein! Ich muss schnell springen! Es ist ein Troll-Level, diese Schalter. Guck mal, der Schalter da oben war fake. Man wird echt immer besser. Und jetzt ahnt mal, der Schalter ist fake da oben. Das habe ich sofort gespottet. Dann geht man runter in die Lava nämlich. Oh, ich muss schneller sein! Schneller sein! Ich bin so dumm! Ich bin so dumm! Ich laber hier euch die Taschen voll, ey. Muss ich die hier überhaupt auslösen? Ey, das ist bestimmt so eine Art Troll-Level, wo man von vorne... Wo man alles von vorne, wo ich dann oben aus dem Rohr wieder rauskomme, weil das sieht schon so aus. Wisst ihr noch das andere Troll-Level, Leute? Wo oben das Rohr, es ist perfekt über dem Checkpoint. Also, ich komme da raus dann und sammle dann wieder den zweiten Checkpoint, den ersten Checkpoint ein. Dass ich wieder zurückgesetzt werde, sozusagen. Das sieht mir danach aus, deswegen mache ich das auch die ganze Zeit, falls ihr euch fragt, warum. Ich kenne diese Troll-Level. Die meisten sind so aufgebaut, dass du irgendwann wieder zum Anfang kommst. Und dann wieder eine Fischgräte an den Kopf kriegst. Da habe ich keine Lust drauf, hier wieder zu sein. Deswegen lieber einmal am Anfang springen. Ich lieber auf Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es so ist, aber... Leute, ich kenne diese scheiß Troll-Level. Und ich kenne Fischgräten. Oh, was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Schnell, wenn die geschossen wird, einfach wenn die kaputt ist, direkt springen. Das ist die Methode. Oh, nicht mal, dann schießen die immer noch. Gemeinsam schaffen wir das Level, liebe Leute. Okay, jetzt nicht springen. Und jetzt schnell. Nein, zu früh. Ich bin so blöd, Alter. Bitte, bitte, was soll ich machen? Bitte, 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 sag mir einer, wie ich dieser Scheiße entweichen kann. Dieser scheiß Fischgrätenpisse. Schnell? Nein, das geht auch nicht. Hä? Das ist die schlimmste Stelle. Das ist das Allerschlimmste, was ich je gemacht habe. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt gekommen, Leute, wo ich nicht mehr kann. Wirklich. Und jetzt, ich bin bestimmt nicht mal halb durch. Warum? Warum denn? Warum denn jetzt auf einmal die ganze Zeit? Was mache ich denn anders? Okay, ich springe jetzt kurz einfach. Ich weiche dieser scheiß Fischgräte einfach kurz aus. Ja, so, okay. Jetzt, okay, so. Einfach kurz springen, ausweichen. Kann ich nix. Hier jetzt stehen bleiben, im letzten Moment erst springen. Zack. Blume. Umdrehen. Schießen. Den schon mal drücken.
weiter geht's. Jetzt wird hier gespeedrunnt. Ich habe keine Lust mehr. Keine Lust mehr. So, jetzt wird hier nicht gepanickt oder irgendwas aus panischen Gründen irgendwie gesprungen. Nein, es muss erstmal ein bisschen hochgehen. Jetzt springe ich rein da. Geschafft, ganz leicht. Ist Kindergarten. Ist kein Problem. So, hier muss ich... Ist Checkpoint. Oh. Ich muss das jetzt hier in Kauf nehmen. Okay, sammle ich ein. Da kommt nichts. Ich habe Angst, dass irgendwas kommt. Okay, hier brauche ich einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Gibt's hier irgendwo einen Schlüssel? Hier muss irgendwo was versteckt sein. Irgendwo. Gib mir einen Schlüssel. Okay, er will, dass ich in das Rohr reingehe. Leute, es ist genau, wie ich gesagt habe. Exakt so ist es eingetroffen. Und ich kenne dieses Level nicht. Jetzt wieder die Spezialisten in den Kommentaren. Yeah, du hast das Level dir schon angeguckt, hast das schon gespielt. Nichts. Ich kenne einfach nur diese Troll-Mindsets oft. Was bringt mir das jetzt? Ich habe den Schlüssel immer noch nicht. Wieso habe ich jetzt den Schlüssel? Kann mir da einer bitte helfen kurz? Also was? Wie baut man so eine Map? Das verstehe ich nicht. Wow, wow, wow. Ey, wenn ich jetzt da reingehe, ist der Schlüssel weg. Also ist diese Plattform weg. Kann ich nicht wieder zurück oder so? Warte, ich... Hä? What the fuck? Ich war doch eben schon mal da links. Und jetzt kriege ich den Schlüssel, wenn ich nach links gehe? Weil diese komischen unsichtbaren Blöcke, die sind ja jetzt weg. Wenn ich da runtergehe, bin ich wieder beim anderen Checkpoint. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber wieso habe ich jetzt da den Schlüssel bekommen? Das war locker ein Bug oder so. Ich verstehe diese Map nicht. Also ich verstehe nicht, wer die... Wie soll man sowas bauen? Lol, das geht hier einfach auf, ohne Grund. Okay, da ist eine Bombe. Bombe? Okay, der kommt hier nicht hoch. Okay, Bob-Om. Das hier aufsprengen, nicht das Rohr. Da, wo der Pfeil drauf ist, da niemals rein. Das ist eine Regel, die habe ich gelernt. Hier ist nichts. Das sind 5 Schachzüge weiter getrollt immer schon. Also ich dachte jetzt, da wo der Pfeil drauf ist, da gehe ich nicht rein, weil er will, dass ich da reingehe. Deswegen nehme ich den Weg. Aber genau den Weg wollte er eigentlich auch nicht, dass ich den nehme. Also muss ich den hier nehmen. Jetzt kann ich mich einfach nur noch umbringen. Ich traue mich, diese Röhre nicht zu nehmen. Weil ich dann... Ich weiß, ich bin dann am Checkpoint wieder. Aber wieso habe ich hier gerade irgendwo den Schlüssel bekommen? Hier! Links an der Wand gibt es einen Schlüssel. Hä, aber vorher nicht. Ich bin ja aus dem Rohr auch gekommen und so. Was ist das für eine Mechanik? Wie kann man sowas bauen? Okay, und hier geht das einfach so in die... Okay. Aber wie kann ich den denn loslassen? Ah, runterdrücken, okay. Oh, er kommt! Oh mein Gott! Ich habe voll vergessen, dass der da rüberkommt dann. Okay, was ist jetzt hier? Was ist jetzt hier? Mit Lava. Okay, das ist ein Koopa-Dings. Okay, da kann ich mich out of map durchquetschen. Ah, warte mal, kann ich da oben rauf? Da oben ist eine Kante. Oh Gott, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Wow, easy. Links oder rechts, links oder rechts, links. Da ist das Ziel. Da ist das Ziel, Leute. Rechts ist das Ziel. Okay, dieser Schalter. Ich weiß einfach, ich weiß tief in meinem Herz, dass dieser Schalter fake ist. Ich brauche hier wieder einen Schlüssel. Dieser Schalter ist so fake. Aber ich muss ihn betätigen für euch, liebe Leute. Moment mal. Sind die jetzt kaputt gegangen? Weggegangen? Was war das? Das waren doch gerade Kanonen. Wir sind so knapp am Ziel. Wir haben es fast geschafft. Ist hier nicht noch was Unsichtbares oder so? Leute, als ich diesen Schalter ausgelöst habe, sind so Kanonen hochgegangen. Das sieht so aus, als würden die Lava so genau auf Lava-Ebene sein. Ich werde jetzt in die Lava springen, auch wenn es verrückt klingt. Es ist doch unfassbar. Es ist doch einfach nur geil. Ich kann einfach hier auf der Lava laufen. Es ist... Aber wie soll das gehen? Eigentlich ist doch direkt die erste Pixel von der Lava tot. Ich chill einfach in der Lava. Geil. Läuft bei mir. Dieser Pilz ist doch so fake wie nichts anderes. Ich muss durch die Kreissäge. Oh mein Gott, der Wichser. Der hatte einfach einen unsichtbaren Block hingetan. Ich habe aber eine Schlüsselmünze eingesammelt, hat einen Schlüssel bekommen für diese Schlüsseltür. Wir kommen den Sieg immer näher. Immer näher. Wir lernen jedes Mal was dazu. Oh, ich hab's geschafft. Ah, rein da. Leute, es gibt nur noch ein Hindernis. Ich weiß, man kann da nicht so rüberspringen. Der kleine Wichser. Da hat er auch noch einen hingesetzt. Okay. Ich trau nicht mal hier oben den. Oh, ich trau hier oben niemanden. Ja! Zack, geschafft. Alter, dieses Level war sowas von genial. Was für ein Mastermind mit so vielen Trolls, Meta-Ebene-Trolls, da noch ein Troll in einem Troll und anders nochmal gedacht. Einfach geil. Macht mir so welche Maps, schickt mir so welche Maps. Ich habe nur 15 Minuten und 44 gebraucht. Krass, Shoutout geht raus. Macht das Level nach. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.